Kurzzeitiger Bezug einer Altersteilrente rechtfertigt nicht den Wechsel aus der privaten Krankenversicherung in die Familienversicherung der gesetzlichen Krankenkasse. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, das Thema private Krankenversicherung und Wechsel aus der PKV in die gesetzliche Krankenversicherung ist wie immer ein brennend heißes Thema. Viele Menschen müssen im Alter aus ihrer Rente, aus ihrem Rentenbezug heraus, der gesetzlichen Rente, vielleicht noch aus der Betriebsrente heraus, Krankenbeiträge oder Beiträge, Monatsprämien für die private Krankenversicherung zahlen, wenn sie dort versichert sind. Wir wissen auch alle, dass die Entscheidung, in die private Krankenversicherung zu gehen, eine Lebensentscheidung sein kann. Grundsätzlich ist es so, dass ein Wechsel aus der PKV in die GKV, wenn man noch nicht das 55. Lebensjahr erreicht hat, einfacher zu gestalten ist, als wenn man über dem 55. Lebensjahr ist. Es gibt viele Internetseiten, es gibt viele Online-Portale, die da irgendwelche Angebote anbieten, zum Teil auch ja, recht dubiose Angebote anbieten. Aber im Kern kann man sagen, dass auch der Wechsel aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung über dem 55. Lebensjahr hinaus auch machbar ist und möglich ist und sogar ganz legal machbar ist. Da muss man also nicht unbedingt den Ausweg, den künstlich konstruierten Ausweg über eine Beschäftigung im Ausland wählen, wenn man dort zum Beispiel kurzzeitig im Ausland tätig ist, aber seinen Wohnsitz weiterhin in Deutschland hat, dann wird das ganz haarig. Da hat ja der ARD, also der Nachrichtensender ARD, dazu auch schon eine Sendung gebracht und hat dort auf verschiedene Anbieter im Internet hingewiesen. Dort hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung schon im Jahr 2022 gesagt, dass das wohl rechtsmissbräuchlich sei, wenn man sich zum Beispiel ein Arbeitsverhältnis oder eine selbstständige Tätigkeit in der Tschechei konstruieren lässt und in Wirklichkeit aber dort gar nicht arbeitet, sondern seinen Wohnsitz weiterhin in Deutschland hat, dann gibt es dort im Großen und Ganzen richtig Ärger. Das kann sogar Sozialversicherungsbetrug sein. Aber meine Damen und Herren, darum geht es hier in diesem Fall erst einmal nicht, sondern hier in diesem Fall geht es darum, dass das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg am 23. Juli 2024 eine Entscheidung getroffen hat und hat gesagt, also die kurzfristige Inanspruchnahme einer Teilrente als Altersrente und damit das Herabsenken der Altersrente unter die Einkommensgrenzen, die für die gesetzliche Familienversicherung gelten, es nicht rechtfertigt, aus der privaten Krankenversicherung in die Familienversicherung des Ehegatten zu wechseln. Und zwar argumentiert das Landessozialgericht so, dass es sagt, wir müssen ja hier eine Einkommensprognose machen und müssen schauen, wie sieht denn das Einkommen aus, wenn Sie dann sozusagen wieder Ihre Vollrente nehmen. Wann passiert das eigentlich? Und der Kläger in diesem Verfahren, ein etwas älterer Herr, der ist seit 2008 in der privaten Krankenversicherung und der ist mit 69, hat er dann, also mit dem 69. Lebensjahr, hat er dann versucht, aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche rüber zu kommen. Und zwar hat er gesagt, okay, ich wähle jetzt meine Altersrente als Teilrente und senke die so weit herab, dass ich mit meinen gesamten Einkünften, die ich habe, unter die jeweils geltenden Einkommensgrenzen in der Familienversicherung drunter komme. Und die aktuelle Einkommensgrenze in der Familienversicherung im Jahr 2024 ist bei gesetzlichen Renten 505 Euro brutto als Gesamteinkommen, meine Damen und Herren. Es wird also alles zusammengerechnet. Und wenn Sie weniger als 505 Euro haben im Monat, können Sie auch, wenn Sie privat krankenversichert sind, in die Familienversicherung Ihres gesetzlich versicherten Ehegatten wechseln. Aber das geht eben mit der Teilrente, so sagen es die Richterinnen und Richter des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg, eben nicht. Und zwar hat der Kläger hier offenkundig, also offenkundig auch gesagt, ja, er will dann 3 bis 4 Monate die Teilrente in Anspruch nehmen und danach will er wieder eine Vollrente nehmen, in Anspruch nehmen und dann
kann er ja dann, wenn er Mitglied in der Familienversicherung ist, dann über die nahtlose Anschlussversicherung in die freiwillig gesetzliche Versicherung kommen und damit natürlich auch richtig Geld sparen gegenüber den monatlichen Prämien in der PKV. Das hat im Übrigen, meine Damen und Herren, bis jetzt in vielen tausenden Fällen ohne Probleme geklappt. Aber jetzt, meine Damen und Herren, gibt es eine Front gegen diese Art und Weise des Wechsels aus der PKV in die GKV. Meine Damen und Herren, es wird oft davon gesprochen, es wäre Rechtsmissbrauch, was man hier betreibt. Nein, das ist es tatsächlich nicht. Es ist ein absolutes Gestaltungsrecht. Und wenn ich das Recht habe, also aus einer Vollrente wegen Alters eine Teilrente zu machen, dann muss es mir auch möglich sein, zu Lasten anderer hier meine Rechte auszuüben. Aber das wiederum ist meine private Meinung oder meine persönliche und auch berufliche Meinung. Und die Berliner Richter, die sagen, uns kommt es hier auf den Missbrauch gar nicht an, sondern hier geht es um die sogenannte Einkommensprognose. Und da sagen die Richterinnen und Richter vom LSG, ja, wir brauchen eine 12-Monats-Prognose und da müssen wir sozusagen schauen, was kriegst du denn nach nach dem Wechsel in die Familienversicherung, wenn du dann in die Vollrente gehst, was hast du dann für Einkünfte? Und da sagen die Richter, da muss alles reingezählt werden. Da wird die Teilrente mit reingezählt und die Vollrente. Und wenn du dann, wenn man das zusammenrechnet und das durch 12 rechnet, ergibt das einen Betrag, der eben über dieser entsprechenden Freigrenze in der Familienversicherung liegt und damit hast du Pech gehabt und du kommst nicht in die Familienversicherung rein. Ja, aber meine Damen und Herren, es gibt auch andere Gerichte, die sehen das halt eben völlig anders. Die sagen, das ist uns völlig wurscht, wie lange du da drinnen bist. Die Prognose sagt ganz klar und eindeutig, du bekommst eine Teilrente und wir machen eine 12-Monats-Prognose ab Teilrente und sagen, das, was du als Teilrente bekommst, ist dann die 12-Monats-Prognose und dann bleibst du halt eben drunter. Aber dadurch, dass das hier sozusagen widerstreitende Interessen sind und auch für den Rentner extrem wichtig ist, hat das LSG gesagt, das müssen wir vom Bundessozialgericht einfach prüfen lassen. Was ist hier die Prognoseberechnung? Was ist der Prognosezeitraum? Und hat also die Revision in dem Verfahren zum Bundessozialgericht zugelassen? Ich kann dem Rentner nur raten, der in diesem Verfahren dort, sagen wir mal, mit dabei ist oder der, um den es hier geht, der Betroffene. Ich kann ihm raten, machen Sie bitte die Revision, denn das ist wirklich ein Thema, zu dem sich dann das BSG nochmal äußern muss. Wir gehen davon aus, dass die Prognoseberechnung und der Prognosezeitraum ein anderer ist als das, was das LSG entschieden hat. Aber, meine Damen und Herren, das muss natürlich nicht heißen, dass wir hier richtig liegen, sondern die Entscheidung trifft letzten Endes das BSG. Sollte das BSG zur Entscheidung kommen, dass die Prognoseberechnung und der Prognosezeitraum, den das LSG Berlin-Brandenburg hier herangezogen hat, falsch ist, dann hat nämlich dieser Rentner Glück und kann noch wechseln. Denn, meine Damen und Herren, die Zeit über die Teilrente, über die Altersteilrente in die Familienversicherung aus der PKV rauszukommen, diese Zeit läuft ab. Der Gesetzgeber hat in einem Gesetzgebungsverfahren beschlossen und das Verfahren läuft gerade. Das wird auch in Kürze im Bundestag nochmal in einer Lesung dann besprochen und dann auch final entschieden. Diese Tür wird zugemacht. Der Wechsel aus der privaten Krankenversicherung in die Familienversicherung, der gesetzlichen Krankenkasse, ist dann über eine Änderung des Wortlauts des Paragraph 10 Sozialgesetzbuch Nr. 5 nicht mehr möglich. Ich habe das alles schon gelesen, was da drin steht. Das ist eine redaktionelle, also das ist praktisch eine kleine Anfügung eines Satzes in dem Paragraph 10 Absatz, in dem Paragraph 10 SGB 5 und würde bedeuten, dass dann ab Gültigkeit des neuen Gesetzes ein Wechsel generell nicht mehr möglich ist und dann kommt es auch nicht mehr darauf an, wie viel Geld Sie haben und ob Sie eine Teilrente nehmen und dann das Einkommen senken. Das ist dann alles erledigt. Das heißt also, meine Damen und Herren, die Zeit rennt. Für den einen oder anderen kann diese Variante, über die wir jetzt hier reden, noch interessant sein. Aber wir als Rechtsanwälte und Rentenberater von Rentenbescheid24.de werden hierzu keinerlei
beratenden Dienste mehr anbieten, weil wir schlicht und ergreifend sagen, dass der Gesetzgeber hier die Türen schließt und die Türen geschlossen wird. Und es ist natürlich ein erhebliches Risiko und für Sie jetzt auch diesen Weg noch zu wählen. Und deshalb können wir einfach nur sagen, die laufenden Verfahren, die sollten abgeschlossen werden, gegebenenfalls auch mit Gerichtsverfahren dann flankiert werden und dann geprüft werden, ob hier die entsprechende Rechtsprechung des BSG zu unseren, also zugunsten des hier klagenden Rentners ausfällt. Wenn ja, dann haben alle diejenigen, die jetzt noch da mit dabei sind, Glück gehabt. Wenn nein, haben sie Pech gehabt. Dann kommen sie also sozusagen über diesen Weg nicht mehr in die gesetzliche Krankenversicherung hinein. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Wechsel PKV und GKV wird uns als Rentenberater und als Rechtsanwälte von Rentenbescheid24.de weiter begleiten. Es ist ein, wie immer, jedes Jahr ein total heißes Thema. Ich weiß jetzt schon, was im Oktober, im November passiert, wenn wir dann die ersten E-Mails wieder bekommen, dass die Menschen in Deutschland, die privat krankenversichert sind und die wirklich wenig Geld haben, dass die dann sagen, Mensch, die private Krankenversicherung erhöht die Beiträge wieder um x Prozentpunkte. Wie soll ich das denn eigentlich noch bezahlen? Ja, meine Damen und Herren, und deswegen kann ich einfach nur sagen, an alle appellieren, an die Vernunft auch in Deutschland appellieren, bitte endlich eine Bürgerversicherung einführen, wo alle Leute, alle in Deutschland, auch ich als selbstständiger Anwalt, und Beamtinnen und Beamte, Politikerinnen und Politiker, Selbstständige, wer auch immer, in einer gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. Und im Übrigen ist das keine Fantasterei von mir, sondern das ist Usus in vielen europäischen Ländern. Wir leisten uns in Deutschland hier weiterhin ein mehrfaches geteiltes Krankenversicherungssystem. Wir haben die private Krankenversicherung, wir haben die gesetzliche Krankenversicherung und wir haben noch die kostenfreie Beihilfe für Beamtinnen und Beamte, die zum Teil die nur zu einem Teil privat krankenversichert sind und den anderen Teil als Beihilfeleistung über ihren Dienstherrn kostenfrei in der Krankenversicherung oder im Bedarfsfalle dann abrechnen können, was im Übrigen der Steuerzahler zahlen muss. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.